Soll jemand die Tür zumachen oder bleiben eh alle herinnen? Herzlich willkommen aus dem OKH zu unserer Lesung mit Theresa Preauer. Ja, wir freuen uns schon wieder sehr auf die persönlichen Begegnungen hier und es ist hoffentlich bald wieder möglich. Aber in der Zwischenzeit wollen wir auch nicht untätig herumsitzen, sondern wir haben jetzt inzwischen schon unseren vierten Livestream hier auf YouTube und der ist wie immer für unsere Zuseher und Zuseherinnen kostenlos, für uns aber natürlich nicht und deswegen freuen wir uns sehr, wenn Sie uns mit einem Unterstützungsticket unterstützen. Das gibt es auf der Homepage vom OKH, also okh.or.at. Die Adresse finden Sie dann auch noch im Chat. Und so kann man ein bisschen einen Beitrag leisten. Aber wie gesagt, die Lesung an und für sich können Sie auch kostenlos genießen. Theresa Preauer ist in Linz geboren, ist aber dann in Graz und in St. Johann im Pongau aufgewachsen und lebt und arbeitet inzwischen in Wien als Schriftstellerin und bildnerische Künstlerin. Das heißt, sie schreibt nicht nur die Bücher, sondern sie gestaltet auch die Covers dazu gleich selber. Apropos Bücher, da gibt es schon jede Menge. Zum Beispiel 2014 ist Johnny und Jean erschienen und 2016 Oh Shimmy. Sie hat auch schon sehr viele Preise und Literaturstipendien erhalten, zum Beispiel 2012 den Aspekte-Literaturpreis oder 2017 den Erich-Fried-Preis. Heute wird sie aus ihrem neuen Buch lesen, dem Erzählband Das Glück ist eine Bohne, das im Frühjahr erschienen ist. Und vielleicht nur kurz zum Ablauf. Nach der Lesung wird es ein Gespräch mit Magdalena Stieb von der Salzburger Leselampe geben. Und ganz am Ende verlosen wir dann dieses schöne Exemplar, handsigniert, an einen unserer Zuseher oder Zuseherinnen. Dazu müssen Sie einfach nur irgendwie im Chat aufscheinen, also entweder den Namen reinschreiben oder mal einen Kommentar abgeben. Den Chat kann man aber natürlich auch nutzen, um Fragen zu stellen, die dann hoffentlich bei unserem Gespräch alle beantwortet werden. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, gute Unterhaltung mit Theresa Preauer. Danke. Ja, hallo, schönen Abend. Ich freue mich, hier zu sein. Es herrscht noch immer die weltweite Pandemie und es ist eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt in einen Zug zu steigen und in eine andere Stadt zu fahren als Wien. Es ist aufregend und schön, hier zu sein. Ich freue mich auch über alle, die per Livestream dabei sind. Und ich habe ein Buch veröffentlicht, wie gesagt, das heißt Das Glück ist eine Bohne. Es ist im März 2021 erschienen, so sieht's aus. Und lese jetzt einen Text, der noch nicht im Buch ist. Das ist so das kleine Goodie für alle, die heute dabei sind. Ich bin gefragt worden von einer Wiener Wochenzeitung, wie es mir denn so als Schaffende im Kunst- und Kulturbereich gehen würde in dieser Zeit. Und ich habe geantwortet, denn schreiben kann man mit und ohne Pandemie. Auch wenn die Pandemieforscher seit einem Jahr bei mir am Frühstückstisch sitzen.
Eigentlich sitzen ausschließlich Sie am Frühstückstisch ohne mich und ich muss hinterher die Brösel aufkehren. Die Milch ist aus, die Eier, das Brot, alles haben die Pandemieforscher aufgejausnet. Aber einkaufen gehen Sie nie. Die Pandemieforscher müssen ihre Forschung vorantreiben. Gerade in Zeiten der Pandemie, dafür habe ich Verständnis. Ich verlasse die Wohnung und die Pandemieforscher rufen mir nach, Mundschutz tragen. Am Anfang der Pandemie hielt ich den Mundschutz noch für eine Finte der Pandemieforscher. Sie wollten in meiner Küche doch ihre Ruhe haben für die Forschung. Und jedes Wort von meiner Seite, auch wenn ich kaum je Widerspruch einlegte, hätte sie aus ihrer Pandemieforschungskonzentration gerissen. Bei mir wohnen zwei von ihnen, eine Frau und ein Mann, ein Pandemieforscher-Ehepaar. Jeder bekommt ja durch die Stadt Wien und auch durch die Stadt Vöcklabruck jemanden zugeteilt. Die einen haben die Virologen am Tisch sitzen, die anderen die Wahrscheinlichkeitsmathematiker. Eine meiner besten Freundinnen hat es ganz schlimm erwischt. Bei ihr ist ein Zukunftsforscher eingezogen. Der wusste schon vor der Pandemie, wie sich unsere Gesellschaft nach der Pandemie verändert haben würde. Seither ist er unleidlich und duldet in der Gegenwart keine Abweichung von seinen Prognosen. Dass wir, wie er selbst noch vor einem Jahr in einem großen Artikel über die Zukunft der postpandemischen Gesellschaft prognostiziert hatte, durch die Pandemie so viel lernen würden über uns als Menschheit, würde halt auf ihn persönlich gar nicht zutreffen, beschwert sich meine Freundin. Unter anderen Umständen, nämlich nicht unter denen einer weltweiten Pandemie, hätten wir uns spätestens jetzt verabredet im Café Jelinek, wo man sich gegenseitig so schön das Herz ausschütten kann beim Kaffee trinken. Jammern, jammern auf hohem Niveau, rufen die Pandemieforscher aus meiner Küche. Uns beschäftigt schließlich eine weltweite Pandemie, die uns auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte nicht verlassen wird. Ihr jammert aber auch ganz schön viel herum, sage ich zu den Pandemieforschern, aber die haben sich wieder über ihre Studien gebeugt. Die Pandemieforscherin, die seit über einem Jahr nicht beim Friseur gewesen ist, vergräbt grübelnd ihre Finger in ihren viel zu langen Haaren. Der Pandemieforscher zerbricht sich den Kopf und kaut dabei an meinem Bleistift. Ob das denn virentechnisch unbedenklich sein kann, frage ich mich und unterdrücke dabei ein leises Schaudern. Ich mache leise Kaffee in der Küche, frage noch leiser, ob die beiden auch eine Tasse wollen. Die Pandemieforscher nicken wie selbstverständlich. Gut, flüstere ich, sie leisten wertvolle Arbeit. Die Pandemieforscher nicken wieder, sie schenken sich Kaffee ein, sie schenken sich Kaffee nach, 2, 3, 4, 5 Mal. Bisschen auch auf mich achten, murmlich, passiv-aggressiv. Die Pandemieforscher sehen gleichzeitig von ihren grafischen Darstellungen auf und haben diesen Blick aufgesetzt, den ich gut von ihnen kenne. Dieser Blick ist aktiv-aggressiv und er stellt stumm die Frage, bist du etwa Systemerhalterin? Meinen Freund haben sie auch schon vergrault mit diesem Blick. Er hatte ihnen ganz zuversichtlich seine Systemrelevanz plus Resilienz minus Vulnerabilität dargelegt. Als die beiden Pandemieforscher bloß den Kopf schüttelten und vernichtende Wörter in den Mund nahmen wie Aerosole. Dass wir Menschen solche Virenschleudern sind, ist mir erst bewusst, seit die Pandemieforscher bei mir wohnen und mich täglich neu damit konfrontieren. Sie selbst haben, um sich und mich zu schützen, das Haus seit über einem Jahr nicht mehr verlassen. Auf meine Frage nach ihrer sogenannten Welthaltigkeit, die ja in der erzählenden Literatur so gerne gesucht wird, antworten Sie, Ihre Studienergebnisse seien im kleinen Mikroskop gestützt und im großen hochgerechnet. Apropos hochgerechnet, fügt die Pandemieforscherin vorwurfsvoll an, wenn ich mir das Innenleben deines Kühlschranks so ansehe, dann gehen diesem Haushalt spätestens übermorgen die Lebensmittel aus. Spätestens morgen, korrigiert der Pandemieforscher mahnend und greift beherzt nach dem letzten Stück Kuchen. Jetzt sind sie sich, fürchte ich,
gleich wieder uneinig und ich frage mit letztem Mut, bevor ich fluchtartig die Wohnung Richtung Supermarkt verlasse, wie lang die Pandemieforscher denn noch hierbleiben wollen. Die nächsten 2 Wochen werden entscheidend sein, antworten die Pandemieforscher wie aus einem Munde. Ja, diesen Text habe ich vor einem Monat etwa geschrieben. Sie wohnen noch immer bei mir und es ist nicht absehbar. Die nächsten 2 Wochen werden immer wieder hinausgezögert. Ich bin gespannt, was jetzt Ende April sein wird, ob sie dann noch immer in meiner Wohnung wohnen. Derweil sind sie noch hier. So ist eben der Lauf der Dinge. Und vom Lauf der Dinge handelt auch die erste Geschichte in diesem Geschichtenbuch, Das Glück ist eine Bohne. Und ich habe diese längere Geschichte vom Anfang ausgewählt. Wir befinden uns nämlich in einer Bar. Das war jenes Etablissement, in dem sich Menschen trafen, um gemeinsam Getränke einzunehmen, zu flirten, zu tanzen, zu grölen, Musik zu hören, fancy Drinks zu bestellen, und ich sehne mich nach einer Bar. Umso mehr genieße ich es, heute hier zu sein. Es ist ein bisschen wie so eine kleine Bar. Also Prost übrigens. Ja, die Geschichte ist eine längere. Und wer begegnet uns? 2 Menschen. Und nachdem einige von Ihnen, von euch jetzt vielleicht vor YouTube sitzen, es gibt die Möglichkeit, den Link gibt es auch im Chat des Livestreams, parallel sich dieses Kunstfilmvideo anzusehen von Peter Fischli und David Weiss. Das ist schon einige Dekaden alt, das heißt auch der Lauf der Dinge, wie diese erste Geschichte. Und es hat keinen Ton. Es besteht eigentlich daraus, manche kennen es, es ist ja in vielen Ausstellungen auch gelaufen, ein Ding fällt um, setzt ein anderes in Brand, ein nächstes rollt irgendwo hin, dadurch wird Schaum ausgeschüttet, der setzt wieder etwas in Brand. Also es ist eigentlich so eine Abfolge von einem schier endlosen Scheitern, fast ein Perpetuum mobile. Und aus diesem Scheitern entsteht aber etwas, nämlich zum Beispiel eine künstlerische Arbeit, die 2 andere Menschen sehr beschäftigt, nämlich die in meiner Geschichte, der Lauf der Dinge. Der Lauf der Dinge im Leben 2er Menschen ist doch verdammt nochmal immer der gleiche. Sie treffen aufeinander, es kommt zur chemischen Reaktion unmittelbar und etwas dreht sich, etwas bewegt sich, etwas explodiert. Und wozu das Ganze? Ja, wozu das Ganze? Am Ende übrig bleiben Rauch und Nebel, als wäre eben der Teufel durchs Szenenbild spaziert. Und wenn man dann die Schwarzblende sieht, ist das beinahe eine Erlösung. Die meisten Filme enden übrigens mit einer Schwarzblende und das bedeutet schlicht, dass das letzte Bild mit einem harten Schnitt abtritt und mit dem darauffolgenden schwarzen Bild schon der Nachspann einsetzt. Rauch, Nebel, Schwarz und Ende. Das klingt so pessimistisch wie der Satz, den man oft und oft zu hören bekommt. Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Eine Phrase so oft wiederholt, bis endlich, endlich ihre Richtigkeit unter Beweis gestellt sein wird. Ihre Beziehung war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Dabei werden so viele Fragen nicht gestellt. Wo genau ist der Anfang eigentlich gewesen? Wer urteilt und verurteilt? Und was ist Scheitern? Scheitern im Sinne von Fischli-Weiß bedeutet den Fortlauf der Dinge, das Weiterdrehen, Weiterbewegen, Explodieren. Geht ein Ding zu Bruch, setzt es erst dadurch das nächste in Gang. Das Scheitern, das von Anfang an zum Scheitern verurteilte, sagt Petra, die erste Hauptfigur in dieser Geschichte, ist bei Fischli-Weiß paradoxerweise das Erfolgreiche, das den Stillstand nicht dulden will. Bei Fischli-Weiß, sagt Petra, heißt Scheitern also gewinnen. Ah, sagt David, unsere 2. Hauptfigur. Und mehr sagt er nicht, denn er denkt jetzt,
über die erfolgreichen Menschen aus dem Fernsehen nach, die stets beteuern, wie wichtig das Scheitern sei für den Erfolg. Und dann denkt David daran, dass dort im Fernsehen niemals ein sogenannter obdachloser Alkoholiker sitzt, um von der Wichtigkeit des Scheiterns für sein Leben zu berichten. Und dieser Gedanke löst, wie der Vorangegangene, einen weiteren Gedanken in Davids Kopf aus, der zur Frage führt, ob das Bild des gescheiterten Menschen schlechthin denn unbedingt immer der obdachlose Alkoholiker sein müsse. Es ist eine selbstkritische Frage, die durch Davids Kopf segelt, fliegt, eine Gedankenkette auslöst, ein Strohfeuer entfacht. Wie denn überhaupt von einem gescheiterten Leben gesprochen werden könne, wo es seinen Anfang genommen hat und wie es enden wird. Es gurgelt in Davids Kopf, es blubbert und zischt, ob es bis zum letzten Ende denn ein sogenanntes gescheitertes Leben sein würde und ob man so urteilen dürfe, ob es nicht ungerecht sei in Anbetracht des Wertes eines jeden Menschen und ob er, David, nicht, wenn er von einem Scheitern hier auf Erden sprechen wollen würde, statt von obdachlosen Alkoholikern doch vielmehr von Mördern, Tyrannen und sogenannten menschenverachtenden Diktatoren sprechen müsse. Und weil das The Way Things Go eine Bar in Deutschland ist, würde David gleich mit dem menschenverachtendsten Diktator beginnen, der ihm einfällt. Wieder einmal einfällt, würde er mit Petra, die nahe am Tresen vom The Way Things Go steht, jetzt derart grundlegend über das Scheitern sprechen wollen. Oder, denkt David, wäre ein solches Gespräch an der Bar vom The Way Things Go ein pseudo-radikales, ein pseudo-philosophisches, ein pseudo-menschheitsgeschichtliches, unpassend für einen Anfang? Können wir uns die Anfänge denn aussuchen? David hat Petra im The Way Things Go kennengelernt. Da hat er noch gar nicht an den menschenverachtenden Diktator gedacht. Da wollte er sich bloß einen Drink an der Bar bestellen. Was heißt einen Drink? Endlich einmal im The Way Things Go, da muss David doch etwas Außergewöhnliches trinken. Und David hat, obwohl er lieber Bier getrunken hätte, einen Shooter bestellt, einen sogenannten Fireball. Immerhin ist Wodka drin, hat sich David gedacht, und ein Shooter macht einen nicht gleich zum obdachlosen Alkoholiker. Der Barkeeper hat es sich nicht nehmen lassen, David die Zusammensetzung des Fireballs zu erläutern. Aus dem Handlexikon der Getränke, dritte Auflage 1996, besteht der nämlich aus einem Viertelteil Wodka, einem Viertelteil Grenadinesirup und zwei Viertelteilen Zimtlikör. Und die richtige Zubereitung geht folgendermaßen, nämlich werden die Zutaten im Shaker kurz gemixt, dann in das Shotglas geseit, damit das eine explosive Mischung ergebe. Shot heißt Schuss, sagt der Barkeeper und lacht blöd. Da steht Petra schon dicht hinter David, von der dieser wiederum noch nicht wissen konnte, dass sie Petra heißt. Und Petra hat sich angestellt mit dem Ziel, den Barkeeper nach dem Handlexikon der Getränke, dritte Auflage 1996, zu fragen. David hat den fertig gemixten Shooter vom Barkeeper im Shotglas entgegengenommen. Er hat sich umgedreht. Petra ist weiter vor an den Tresen gegangen. David wollte noch einmal zurück, um die Serviette und das Glas mit den Nüsschen mit an seinen Stehtisch zu nehmen. In diesem Moment hat Petra sich wieder vom Tresen weg und ein wenig Richtung Tanzfläche gedreht, um David Platz zu machen für seine Hand, die dann schon das Glas mit dem Fireball und das andere mit den Nüsschen gehalten hat. Und da sind sie dann natürlich sowas von zusammengestoßen. Nicht mit den Köpfen, Gott sei Dank, aber doch so unglücklich, dass der Fireball aus dem Shotglas auf Petras T-Shirt gelandet ist, sämtlich. Es sind nur 3 cl, aber 3 cl Grenadinesirup machen sich auf einem weißen T-Shirt doch sehr bemerkbar. Petra hat kurz gekreischt, der Barkeeper hat besorgt zu den beiden geguckt und dann den Kopf geschüttelt. Und vielleicht hat er da gedacht, ah, das ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Oder er hat gedacht, das wird noch was mit den beiden.
Aber der obdachlose Alkoholiker mit seinem Fireball hat es leider sowas von blöd angestellt. Barkeeper sehen natürlich sehr viel, wenn der Tag lang, die Nacht dunkel und die Bar, wenn auch diskret, beleuchtet ist. Und sie können sich ihren analytischen Reim auf das chemische Aufeinandertreffen zweier Menschen machen, aber alles sehen sie freilich auch nicht. Denn sie sind nicht zum Schauen im The Way Things Go, sondern zum Arbeiten. Sollte es jemals nichts zu arbeiten geben, gibt es aber sehr viel zu schauen, denn eigentlich passiert in so einer Bar immer etwas. Sie ist wie ein kleiner Brandherd, wie ein Schmelztiegel, wie ein Kessel über dem Feuer. Und gibt es einmal sehr viel zu schauen, dann liegt es an den Barkeepern, ihren Gästen vor dem Nachhausewanken noch Aspirin und Kondome zu verkaufen, wegen des sogenannten Zusatzverdienstes und wegen der sogenannten Kettenreaktion. Kater, Alkoholvergiftung, Geschlechtskrankheit, Schwangerschaft etc. etc. Welche Gefahr droht denn noch nach einem Abend im The Way Things Go, außer Kater, Alkoholvergiftung, Geschlechtskrankheit, Schwangerschaft? Irgendein Scheitern droht immer, sagt der Barkeeper, und er sagt es radikal, philosophisch, menschheitsgeschichtlich. Aber so weit sind wir nicht bei David und Petra. Noch sind wir an jenem Punkt, an dem David Petra den Fireball aufs weiße T-Shirt geschüttet, der Barkeeper den Kopf geschüttelt, David den Tag über noch nicht an den menschenverachtenden Diktator gedacht hat, Petra kurz aufgeschrien hat und David ihr entsetzt aufs beschmutzte T-Shirt starrt. Mehr als "Oh mein Gott" bringt David jetzt nicht über die Lippen. Und dann denkt er sofort daran, dass man erst jetzt "Oh mein Gott" sagt, seit es in den amerikanischen Serien, die deutsch synchronisiert werden, so häufig vorkommt. Im Deutschen, denkt David, hat man vielleicht "mein Gott" gesagt oder "meine Güte", aber nie in dieser Abfolge von drei Wörtern "Oh mein Gott". Aber jetzt fasst er sich wieder und sagt "Entschuldige, oh mein Gott". Die rote Grenadine ist eine große Katastrophe für Petras zuvor noch weißes T-Shirt, aber bloß eine halb so große Katastrophe für Petra selbst, denkt sie jetzt. David, von dem sie ja noch gar nicht wissen kann, dass er David heißt, sieht doch ganz gut aus und er hat sich soeben für sein Missgeschick entschuldigt und schuld sind sie ja beide Gott am allerwenigsten. Also sagt Petra, Gott kann diesmal nichts dafür. Und David denkt, dass diese Frau ganz gut aussieht, auch mit dem roten Fleck auf dem weißen T-Shirt, und dass Gott vielleicht doch etwas dafür kann, denn er hat ihn ja jetzt in ein Gespräch mit Petra verwickelt, deren Namen er noch nicht weiß, und deshalb sagt er jetzt: "Es tut mir so leid, ich bin David." Petra lacht und sagt: "Ich bin Petra, und hättest du deinen Saft nicht auf mein T-Shirt geleert, könntest du das jetzt auf meinem T-Shirt lesen." Und David sieht genauer hin und sieht, dass unter der roten Grenadine rot der Name Petra geschrieben steht, und dann guckt er schnell wieder in Petras Augen. Der Barkeeper, der die ganze Zeit zugesehen hat, grinst und füllt zwei neue Fireballs in zwei frische Gläser und stellt sie vor David und Petra auf den Tresen. "Prost, ihr zwei." "Schöner Name", sagt David jetzt, obwohl er den Namen nicht schön findet, sondern Petras Augen. Petras Augen lachen und sie sagt "schönes T-Shirt" und David sagt noch einmal "oh mein Gott", weil er denkt, Petra sagt "schönes T-Shirt" im Sinne von "schöne Bescherung". Aber er nimmt sich trotzdem vor, ab jetzt nicht mehr "oh mein Gott" zu sagen. "Gott hat die Dinge nur angeordnet und aufgebaut", sagt Petra jetzt. "Für das Umfallen, Anschütten, Explodieren, danach kann er nichts." David fragt sich jetzt, ob er es bei Petra mit einer sogenannten strenggläubigen Christin zu tun habe. Aber dann sieht er, dass sie weiterhin lacht, während sie über den Lauf der Dinge spricht. Und David hat jetzt auch nichts gegen strenggläubige Christinnen. Nur würde es schwierig werden, wie man so sagt, bis zur Ehe abzuwarten. Hier macht David in seinen Gedanken einen harten Schnitt. Ja, was ist da in seinem Kopf ins Rollen und Drehen geraten? David ist verliebt. David hat sich verliebt. Das sieht der Barkeeper, das sieht die Kellnerin, das kann sogar der DJ von seinem DJ-Pult aus sehen. Und der legt jetzt eine Nummer auf: "My heart is on fire". Alle sehen es, sogar der Stehtisch sieht es, aber David und Petra sehen es noch nicht. Sie sprechen miteinander und trinken einen Fireball und David gibt noch einen zweiten aus als Entschuldigung oder einen dritten für seine Unachtsamkeit. "Prost",
Petra, sagt David, und Petra sagt, Prost, David, und dann sagt sie noch einmal, schönes T-Shirt, und deutet auf Davids T-Shirt. Sind kleine Fische drauf, sagt David und lacht darüber, dass er etwas so Offensichtliches sagt, etwas so Redundantes, etwas so Uninformatives, aber er will jetzt auch nichts Christliches zum Thema Fische sagen. Fischli, sagt Petra, denn sie ist Schweizerin. Und David lacht wieder und sagt, ach, die Schweizer mit ihrem Dialekt. Petra sagt dann, das sei kein Dialekt, das sei Schweizer Hochsprache. Und David denkt sich, er will jetzt als Deutscher nicht an den menschenverachtenden Diktator denken und sagt deshalb jetzt einmal nichts. Er sieht Petra einfach an und bemerkt nun, dass es in ihm brodelt, brennt und lodert, aber im guten Sinne, im erfolgversprechenden Sinne. Und trotzdem sagt er, wie kann ich ausgehtechnisch nur so scheitern und einer Frau den Fireball aufs T-Shirt kippen? Das ist umständlich formuliert, aber es bringt Petra zum Lachen, nämlich Erfolgversprechen zum Lachen. Und dann sagt Petra ironisch, Schicksal. Und dann unironisch fragt sie, ob David das Duo Fischli Weiß kennt, die beiden Künstler, die diesen Film gemacht haben. David guckt wissend, aber er ist unwissend. Das kann sogar der Barkeeper sehen, während er mit seinem dicken Pinsel Asche aus den Bechern bürstet in einen schwarzen Müllsack hinein. Ein Stummel glost noch und der Barkeeper tritt gegen den Müllsack, bis das kleine Glutnest erlischt. Dann redet Petra über Fischli Weiß, verkleidet als Panda-Bär und Ratte. Dann über ihre Wurstarbeiten aus den 80er Jahren. Und dann über den Stein auf einem anderen Stein als eine der letzten gemeinsamen Arbeiten der beiden. Findet mich das Glück, sagt sie dann. Aber David kennt auch diese Arbeit von Fischli Weiß nicht, deshalb hört er es als Frage an ihn gerichtet. Findet mich das Glück? Und deshalb sagt er, ohne nachzudenken, zu Petra, ich glaube, es findet dich. Und dann lacht Petra und jetzt spürt auch sie, wie der Fireball durch ihre Gedanken rollt und wie er über das Blut direkt ins Herz gekullert und gekugelt ist und dort eine Reaktion nach der anderen auslöst. Wie der Feuerball aus dem Film von Fischli und Weiß, der wie ein brennender Komet um eine Stange rotierend zu Boden fliegt, etwa in der Mitte des Films, während die Kamera ruhig abwartet, aber auch rechtzeitig bei jedem neuen Spektakel zur Stelle ist. Beinahe eine riesige, ungeschnittene Plansequenz, denkt Petra und sieht David in seine leuchtenden Augen. Und dann erzählt David, wie der Lauf der Dinge vollzogen wird, wie am Anfang ein schwarzer Müllsack sich dreht, das erzählt sie ihm. Und wie er auf einen Reifen fällt, wie eine Leiter eine Bahn hinabwandert, wie ein Säckchen sich eine Eisenstange hinunterdreht, wie eine Flasche rollt, wie sich Schaum bewegt, wie schwarze Flüssigkeit rinnt, wie es dampft, wie brennende Kerzen Schaum in Brand setzen, der wiederum eine Zündschnur entflammt, wie eine Blase, wie aus Kaugummi oder ein Kondom sich füllt, wie ein Sessel steht, nur auf zwei Beinen und kippt, wie langsam, langwierig eine Schüssel mit Wasser gefüllt wird, wie ein Teppich sich ausrollt, wie ein Plastikbecher gefüllt mit Lehm oder Ähnlichem, eine schiefe Platte in vielen Bögen hinunterrollt, wie Asche aus einem Eimer geschleudert wird, wie ein Luftballon platzt und so einen Kartonring zu Boden fallen lässt, wie ein Rollwägelchen mit Kerze obendran, ein zweites Rollwägelchen mit Feuerantrieb in Gang setzt, wie Geräusche zu hören sind, als wäre es Silvester, wie die Dinge puffen, ploppen, spritzen, knallen. Während Petra das alles erzählt, sieht David auf ihre Lippen, auf ihre Hände und auf den roten Fleck auf ihrem T-Shirt. Er bestellt noch zwei Fireballs und sagt manchmal aha und so und es interessiert ihn wirklich, obwohl nacherzählte Filme so langweilig sind, an Langeweile nur zu übertreffen von nacherzählten Kunstfilmen. Aber bei Petra, da klingt alles anders. Da klingen die Worte, als wäre es Silvester, wie ein Puffen, ein Ploppen, ein Spritzen und ein Knallen. Und er denkt jetzt, dass die beiden Künstler ihre Freude daran gehabt hätten, Petra zuzuhören und seine, Davids, schmutzige Gedanken dabei zu lesen. Würden sich zwei humorlose Künstler denn je als Panda-Bär und Ratte verkleidet und Wurstskulpturen fotografiert haben? Nein, denkt David. Und unabsichtlich ruft er es auch laut aus, nein,
Wie nein, fragt Petra. Ach, sagt David, ich wollte bloß nicht, dass du aufhörst, mir den Lauf der Dinge zu schildern. Und Petra fährt fort. Wie ein Fass rollt, wie eine Flasche umkippt, wie Eisbrocken am Boden liegen, wie eine Zeitung brennt, wie sich alles vorwärts bewegt, aber auch wieder zurück, beispielsweise eine Wippe mit einer Kerze vorn dran, damit sie sich nach oben bewegt, um eine neuerliche Zündschnur zu zünden, wie Leitern nur stehen und gehen, sondern auch fallen, wie die Gegenstände also auch entgegen ihrer Zuschreibung oder ihrem Zweck gebraucht werden, Funkenflug, wie etwas wie Benzin sich entzündet, so viele Explosionsorte, wie etwas geschleudert wird, ein kleines Schiffchen ausschickt, wie ein Rad, das Funken sprüht und durch einen Reifen fährt, wie eine Metallbahn entlang und dann in einem Kübel brennend untergeht und all das Klirren, Zischen, Brauen, Gurgeln, Knistern, Gießen, Plätschern. David denkt jetzt, während Petra spricht, eindeutig und unverblümt daran, dass er beim Barkeeper Aspirin und Kondome kaufen möchte. Wie Erde brennt, wie drei Mini-Vulkane, wie all die sinnlosen Apparaturen und Mechaniken so etwas wie eine absurde Stadt aus der Zeit der Industrialisierung erschaffen in diesem Film, wo alles werkt und rattert und brennt, eben nicht digital, sondern mechanisch. Und wie das auch mit dieser Zeit zu tun haben könnte, in der der Lauf der Dinge gedreht worden ist, einer Zeit vor dem Internet in allen Haushalten, wie dann ein Schuhpaar von zwei Patschfüßen vorwärts getrieben wird und seinen Weg findet, wie nicht eine Hand die andere wäscht, sondern ein Reifen den anderen wässert und ihn so ins Rollen bringt, wie auf engem Raum alles aufgebaut worden ist, wie gefährlich das auch ist, wie ein Fahrzeug mit Messern vorn dran, als ein Panzerchen gegen das nächste Ding fährt, wie man all die Gefahren der Kindheit dann an diese denkt beim Zusehen, die ewigen Warnungen vor dem Ausschütten von Flüssigkeiten aus Trinkbechern, aus Blumenvasen, aus Tintenfässern, an Messer, Gabel, Schere, Licht, an den Krieg im Kinderzimmer und wie ein Kessel, wie eine Waffe sich mit Messer gegen einen Ballon richtet in diesem Film, wie Schaum losgetreten wird, wie eine Schneelawine, wie alles vermeintlich Stabile einbricht. All diese zielgerichteten Aktionen des Scheiterns und Vorwärtskommens, wie dann aber auch wieder um den heißen Brei herumgeschlichen wird, bis etwas zuschlägt, weiterrollt, sich entzündet, wie eine Schaufel fällt, Wasser ausgeschüttet wird, ein Luftballon Luft verliert, jämmerlich wie ein klebriges Röllchen klebrig nach unten rollt, wie die Kamerabewegungen das einzige Indiz auf menschliche Anwesenheit innerhalb dieses Films sind, wie ein Luftballon mit Flüssigkeit gefüllt wird und zu Boden platscht wie ein dicker Wal, wie eine Dose rutscht und fällt und Wasser verliert, wie all der Müll zurückrollt, um ein Gewicht zu verlagern und ein Brett vorn anzuheben, wie am Ende Dampf ist, dann eine Schwarzblende und im Nachspann nur noch die Geräusche zu hören sind, als Hinweis darauf, es geht weiter, ohne dass wir zusehen können. Du kennst den Film sehr genau, sagt David. Ja, sagt Petra. Und das ist der Moment, in dem David daran denkt, dass er jetzt sehr lange zugehört hat und deshalb als Konsequenz daraus Kettenreaktion Petra küssen darf. Und Petra denkt das auch. Und sie küssen sich und der Barkeeper freut sich, denn auch er hat ein Herz. Und der DJ Kettenreaktion spielt jetzt Ring of Fire. Das ist zwar kein Schmusesong, aber das stört jetzt niemanden. Denn Davids Kopf brennt lichterloh, sein Herz und seine Hände. Und bei Petra ist es ebenso. Und sie wüsste auch nicht, was es jetzt noch zu reden gäbe. Und dann fragt David, findet dich das Glück? Und Petra sagt, sie glaubt schon. Und dann küssen sie einander wieder, bis David sagt, er habe sein Scheitern, das Ausschütten des Fireballs auf Petras T-Shirt zu einem Glücken, eben zum Küssen von Petras grenadinroten Lippen gemacht. Und dann erzählt Petra die Sache mit dem Scheitern, das bei Fischli Weiß ein Gelingen ist und dass Glück und Gelingen etymologisch vielleicht verwandt sind. Oh mein Gott, sagt David beglückt und hier macht der Text einen Loop. Und wir kommen an die Stelle, wo David beschlossen hat,
jetzt nicht an den menschenverachtenden Diktator zu denken, jetzt um Gottes Willen bloß nicht an den menschenverachtenden Diktator zu denken, aber sag einmal einem Deutschen namens David, er soll nicht an den menschenverachtenden Diktator denken, schon ist es passiert. Und das ist immer ein trauriger Moment in einer Reihe von vielen Momenten. Der traurigste für die Menschheit, aber auch ein trauriger, so egoistisch, persönlich und kleinlich darf David jetzt sein, für einen einzelnen Mann in einer Bar, der gerade eine Frau im Arm hält, die gerade daran denkt, dass beim Barkeeper hinterher noch Kondome gekauft werden müssten. Es ist der Moment, wo der Lauf der Dinge plötzlich stoppt, wo die Ketten der Gespräche, Drinks und Gedanken dann eines als Reaktion nicht zur Folge haben, die sogenannte Erektion. Ja, das ist die schmutzige, traurige, kleinliche Pointe im Aufeinandertreffen zweier verliebter Menschen in einer Bar namens The Way Things Go. Es ist der Moment, in dem David aufhört, Petra zu küssen. Er nimmt seine Hände von ihrem Hintern und holt eine Zigarettenschachtel aus seiner Jacke, die er über dem Hemd mit den vielen kleinen Fischli trägt. David raucht und versucht, seine akute Traurigkeit und seine augenblicklich einsetzende Unfähigkeit zur Aktion zu überspielen. Sogar der Barkeeper bemerkt jetzt diesen Moment des Stillstands, in welchem sich bloß noch der Rauch aus Davids Zigarette gegen die Decke schiebt. Ein stilles Kräuseln und Drehen von grauen Rauchschwaden. Der Barkeeper gibt noch eine Runde Nüsschen aus. Was ist los? Fragt Petra jetzt. David ist froh, dass sie fragt, aber er will jetzt nichts sagen über den möglichen Kausalzusammenhang zwischen seinem Gedanken an den menschenverachtenden Diktator und einer Kusspause im The Way Things Go. Nein, David soll jetzt nichts sagen. Auch der Barkeeper findet, dass es jetzt an der Zeit ist, einmal nichts zu sagen. Den Lauf der Dinge einmal aufzuhalten. Es ist lange still zwischen den beiden. Dann trinken Sie noch einen Fireball, rauchen noch ein, zwei Zigaretten, der DJ spielt Hintergrundmusik. Dann fasst sich David ein Herz und sagt, oh mein Gott, obwohl er nicht an Gott glaubt. Aber seltsamer oder komischerweise ist das in diesem Moment doch das Vernünftigste, was ihm einfällt. Und Petra lacht und gibt David einen kleinen Kuss auf die Wange. Glaubst du an Gott? Fragt sie dann. Nee, bloß nicht, ruft David und beide lachen wieder. Nur in schwierigen Momenten, sagt David dann. Kann ich verstehen, sagt Petra. Findet mich das Glück, sagt David dann. Ja, fragt Petra. Findet mich das Glück, das ist so eine Frage, die erinnert mich an die Fragen bei Hiob. Ach so, sagt Petra, und diesmal ist sie es, die wissend guckt, aber unwissend ist. David kramt sein Handy aus der Jackentasche. Warte, ich lese sie dir vor. Okay, sagt Petra. Sei ganz Ohr, sagt David verschmitzt. Bin ich, sagt Petra und drückt sich ein bisschen fester an ihn. Also, sagt David, etwas peinlich berührt, aber doch betrunken genug, um aus der Bibel vorzulesen. Die Fragen bei Hiob, Hiob 38, also hör zu. Wer ist der Vater des Regens? Wer hat die Tropfen des Taues gezeugt? Aus wes Leib ist das Eis gegangen und wer hat den Reif unter dem Himmel gezeugt, dass das Wasser verborgen wird, wie unter Steinen und die Tiefe oben gefriert. Petra hört zu und umarmt David. Kannst du die Bande der sieben Sterne zusammenbinden oder das Band des Orion auflösen? Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit oder den Bären am Himmel samt seinen Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, dass dich die Menge des Wassers bedecke? Kannst du die Blitze auslassen, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken? Wer ist so weise, der die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten, wenn der Staub begossen wird, dass er zuhauf läuft und die Schollen aneinander kleben? Petra umarmt David weiter und sagt nichts.
Schöne Fragen nicht, sagt David nach einer Pause. Und gleichzeitig sind das die Fragen, die das Ende der Welt einläuten. Mit den 7 Sternen in seiner Hand. Es ist das Prinzip der Frage, dass sie eine Antwort fordert. Das sind die Kettenreaktionen, die die Sprache auslöst, der Lauf der Wörter. Ja, sagt Petra, schon komisch und schön, wenn man so im The Way Things Go kennenlernen kann. Fast ein Wunder, ein rauchendes, stampfendes, rollendes, tobendes, stolperndes, krachendes, brennendes, rinnendes, fließendes, laufendes, plumpsendes Wunder. Kann ja nicht sein, dass 2 Menschen so aufeinandertreffen, die einander zwischen Tresen und Tanzfläche so viel zu sagen haben über Gott und die Welt und dabei noch so gern Fireball trinken und Nüsschen essen. Reaktion um Reaktion, sagt der Barkeeper, der auch ein Alchemist ist. Aber gerade der Arbeitsamste unter dem Barkeeper möchte auch einmal nach Hause gehen, um in seinem Handlexikon weiter zu schmökern. Und so wischt er demonstrativ über die Tischplatte, räumt die Nüsschen in den Schrank und guckt fragend in die beiden halbleeren Schottgläser. Aber Petra und David wissen, das ist keine Frage, die eine Antwort haben will, sondern eine, die eine Reaktion auslösen soll, nämlich jene, dass die beiden letzten Gäste des Abends nun das The Way Things Go verlassen mögen. Da war auch keine Zeit mehr für den Aspirin- oder Kondomkauf. David und Petra sind müde, aber dennoch davon überzeugt, dass die Dinge ihren Lauf nehmen werden und dass das Glück sie gefunden hat. Aber laufen die Dinge oder stolpern sie? Läuft eins ins andere unausweichlich? Taxi, fragt Petra draußen vor dem The Way Things Go. Es ist schon fast wieder hell. Und die Vögel zwitschern bereits. Soll Petra, weil es so ausnehmend schön gewesen ist mit David und ihr T-Shirt auch längst wieder trocken ist und der Fleck sich auch später noch auswaschen lassen wird und es auch sinnvoller wäre, ein T-Shirt mit dem roten Schriftzug Petra und einem roten Fleck darüber bald auszuziehen, sollte sie also aus all diesen Gründen mit David im selben Taxi nach Hause fahren und zu Ende führen, was der Barkeeper als erster von ihnen vorausgesehen und angedacht hat? Und würde es nicht bei diesem einen Mal bleiben und würden sie danach einander wiedersehen, öfter, mehr noch, für eine lange Zeit in ihrem Leben, vielleicht bis ans Ende ihrer Tage? Petra lacht jetzt über sich selbst bei diesem Gedanken und da halten plötzlich, ohne sie gerufen zu haben, gleichzeitig 2 Taxis vor dem The Way Things Go. Und David sieht Petra an und Petra David und nun sind sie zu entscheidungsschwach, zu betrunken, zu schüchtern vielleicht doch, um beide ins selbe Taxi zu steigen. Also steigt David in seins und Petra in ihres. Vorher waren es noch 2 Taxis ohne Fahrgast, jetzt ist das eine seines und das andere ihres. Und die Taxifahrer gucken fragend auf den Rücksitz und Petra nennt ihrem Taxifahrer ihre Adresse und David nennt seinem Taxifahrer seine. Und gleich geht es los in den neuen Morgen. Aber einmal noch springt David aus dem Auto, springt tatsächlich wie ein Gummiball, schreit, trommelt an die Fensterscheibe. Petras Taxifahrer bleibt genervt stehen und Petra kurbelt die Fensterscheibe nach unten und David ruft, ist das jetzt ein Korb? Und Petra ruft, nein, das ist ein Ball, fang ihn auf. Und David, morgen im Museum? Und Petra, ja, gut. Und David wieder, am frühen Abend, bevor es zusperrt. Und Petra sagt wieder, ja, 18 Uhr morgen, also heute 18 Uhr, 6 Uhr abends. Und David ruft, ja, 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 ich werde dort sein bei den Videos. Und Petra ruft, ja, 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 ich auch. Und dann setzen sich die beiden Autos in Bewegung. Und beide rollen durch die Nacht sicher, ohne Hindernisse, ohne Aufprall, ohne Unfall, ohne Explosion. Und die Dinge, sie werden nach ein bisschen Schlaf, Zähneputzen und Kaffee ihren Lauf nehmen.
Ja, also wenn ich das vorlese, wünsche ich mich auch in diese Bar, The Way Things Go, noch stehen die Dinge ein bisschen still. Ich empfinde es auch ein bisschen so, als würden wir so in Gelee eingelegt sein und alles wäre etwas dumpfer und ruhiger und unbeweglicher. Das ist natürlich etwas, das geht mir in meinem Beruf so. In anderen Berufen ist es eine viel stressigere Zeit. Aber jeder sehnt sich auch einmal nach Urlaub und Skifahren und vor allem nach der Zeit nach dem Skifahren, nämlich genau an diesem einen Tag, wo nach dem Skifahren eben dann das Après-Ski kommt. Also jeden Tag nach dem Skifahrtag kommt ja so ab 17 Uhr das Après-Ski. Und es gibt in diesem Buch, Das Glück ist eine Bohne, einige Texte, die auch darüber erzählen, wie es mir ergangen ist als junger Snowboardlehrerin in den Salzburger Bergen. Ich hatte auch einige berühmte Snowboard-Schülerinnen und Schüler. Davon handelt die Geschichte mit Phil Collins, die ich heute aber nicht vorlesen werde, sondern ich werde jetzt zum Abschluss und bevor ich dann mit Magdalena Stieb ein Gespräch über das Buch führen werde, eine Geschichte lesen, die angeblich auch einem Menschen gut gefällt, der sich innerhalb dieser Corona-Kommission befindet. Zumindest wurde mir das zugesteckt. Die müssen ja da jede Woche, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, wahrscheinlich schon, sind ja wie die Pandemieforscher noch immer in unseren Haushalten, die müssen sich ja jede Woche oder wie auch immer treffen und müssen sagen, dass die Pandemie noch existiert, was sie ja tut. Also ich zweifle es nicht an und bin selber vorsichtig, aber ich sehne mich nach Après-Ski. Ich sehne mich nach Après-Ski. Ich sehne mich nach Après-Ski. Ich sehne mich nach der Oberhinterleitenalm bei uns in den Bergen. Ich sehne mich nach einem rot-weiß-rot glänzenden Skianzug und schweren Skischuhen. Ich sehne mich nach dem Alois von der Skischule, der uns Skilehrer und Snowboardlehrerinnen am Morgen gleich mit einem beherzten Skiheil begrüßt. Ich sehne mich nach einem Tagesbeginn mit Morgensport auf 1700 Metern Seehöhe, dort oben bei der Bergstation vom Oberhinterleitenlift, also bei der Gondelstation von der Panoramabahn vom Oberhinterleitenlift, nicht daneben beim Sessellift, der zwar auch Oberhinterleiten heißt, aber eben Oberhinterleiten-Sessellift. Ich sehne mich nach dem Dehnen meiner Sehnen und nach dem Strecken meiner Muskeln. Man muss aufgewärmt sein für die Arbeit auf dem Berg und stark, um den ganzen Tag über durchzuhalten, um die Anfänger aus dem Schnee hochzuziehen bis mittags, um dann einzukehren in die Oberhinterleitenalm, in den Mittagsbereich, wo es Pommes gibt und Schnitzel und Gulasch, aber auch Buchstabensuppe und Germknödel und ein Skiwasser. Und dann nachmittags mit den Gästen schon erste Bogen zu fahren, den Hang hinunter, den Übungshang neben der Bergstation, wo man später dann den Sessellift nehmen wird, um zum Schlepplift zu gelangen. Und das ist nichts für Anfänger. Und nach 16 Uhr, also 4 p.m. für die Gäste aus dem nicht deutschsprachigen Ausland, hineinzustolpern in die Oberhinterleitenalm zum Après-Ski. Ich sehne mich nach Après-Ski und nach einem Jackie Bull, dass wir wegächsen. Und dann spielt der Roli das Hölle-Hölle und wir liegen einander in den Armen beim Après-Ski. Ich sehne mich nach Après-Ski und dass der Roli mir ins Ohr flüstert, dass er bei Atemlos immer an mich denken muss und dass er gleich kotzen gehen muss, nicht meinetwegen, sondern wegen der Jackie Bulls und dem Flügel. Ich umarme den Roli und habe oben meinen Pulli an und unten noch meine Skilehrermontur in Rot-Weiß-Rot und von meinen Skischuhen platscht der graue Schnee jetzt auf den Tanzboden und wird zu einer schwarzbraunen Pfütze, deren Wasser jedes Mal auf unsere Skihosen spritzt, wenn der DJ den Beat verstärkt und wir zu springen beginnen. Da spielen sie plötzlich, nämlich nicht der DJ von der Hinterleiten, also Oberhinterleitenalm, der ja der Role ist, sondern der DJ vom Scheunenhof Vier-Sterne-Resort ihr Winterparadies, der für den Role übernommen hat. Er spielt das Atemlos und der Roli möchte jetzt mit mir durch die Nacht,
eng tanzen, statt aufs Klo zu laufen. Und wir tanzen eng und der Roli küsst mich leidenschaftlich und schmeckt nach Kellys Snips und nach Jackie Bull und Flügel. Wir fliegen. Das ist der Geschmack von Après-Ski. Und nachher gehen wir noch in den Scheunenhof Vier-Sterne-Resort, ihr Winterparadies, wo die Kinder vom Hotelbesitzer den Schlüssel zum Skistall unten und zur Sauna haben, wo sie dann einen Saunaaufguss mit Sliwowitz machen wollen. Und dem Roli geht schon viel besser und er macht ein geniales Wortspiel mit Witz und Sliwowitz, aber das, über das wir alle so laut lachen müssen, dass die deutschen Urlaubsgäste echt komisch zu uns herüberschauen. Das gibt's halt wirklich nur beim Après-Ski. Ich sehne mich nach Après-Ski und nach dem nassen Schweiß beim Tanzen in schweren Skischuhen. Ich sehne mich nach Après-Ski und nach der Deko im Scheunenhof Vier-Sterne-Resort, ihr Winterparadies. Ich sehne mich nach dieser Hütte, die extra unterirdisch gebaut worden ist. Also dieser Fassade einer Hütte dort unten, wenn man vom Skistall Richtung Sauna geht, wo früher die Tiefgarage gewesen ist. Ich sehne mich nach dem lustigen Plastikigel im Trachtenjanker, der zum Fenster der Hütte herausschaut und auf dessen T-Shirt unter dem Trachtenjanker geschrieben steht: Ich trinke, also bin ich. Und der einem so philosophisch zuprostet, wenn man ihm eine Münze vorne in den Latz der Lederhose steckt: Brust, 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 dass die Gurgel nicht verrost. Und da weiter hinten ist auch schon das Schild, auf dem es heißt: Hier geht's zum Après-Ski. Und Après ist geschrieben wie Après oder Après-Apostroph-S. Es ist eben unser Après-Apostroph-Ski. Und deswegen sehne ich mich danach. Die Hütte mit dem Plastikigel in der ehemaligen Tiefgarage vom Scheunenhof Vier-Sterne-Resort, ihr Winterparadies, ist jetzt schon verschneit vom glitzernden Sprühschnee aus der Dose. Und wir stapfen glücklich und betrunken Richtung Kellerdisco vorbei an der Sauna, in die jetzt keiner mehr hinein will, weil der Sohn vom Hotelier große Töne spuckt und behauptet, er habe vorhin dort hineingeschifft. Ich weiß, dass sich der Sohn das niemals trauen würde, weil ihm sonst sein Vater das Taschengeld striche und er seine Motocross Kawasaki KX250 nicht mehr fahren dürfte für mindestens eine Woche. Komm, wir gehen Après-Ski. Wo bleibt denn der Roli jetzt auf einmal? Ich sehne mich nach Après-Ski, sage ich, und ich torkle zum Eingang der Kellerdisco vorm Scheunenhof Vier-Sterne-Resort, ihr Winterparadies. Lieber Après-Ski als gar kein Sport, ruft uns gleich der Barkeeper zu, wie jeden Abend, wenn er uns kommen sieht. Und er bildet wie jeden Abend auf dem Tresen für uns eine Reihe von 10 kleinen Schottgläsern, in die er jetzt aus einem Meter Höhe mit einer blauen Flüssigkeit hineinzielt. Kamikaze, schreit der Sohn vom Hotelbesitzer, der nachts angetrunken, manchmal noch auf seiner Kawasaki KX250 in den Nachbarort fährt, beschleunigt und beschleunigt, wenn die Bundesstraßen fast leer sind, und dann nimmt jeder von uns einen Kamikaze und der Barkeeper feuert uns an mit Ex oder nie mehr Sex. Und wir haben einen Kreis gebildet und rufen alle zam, 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 zam und strecken unsere Arme in die Mitte und schlagen die Gläser aneinander, dass es blau auf unsere Pullis und T-Shirts spritzt, und dann exen wir den Kamikaze und der Barkeeper klettert auf den Tresen und grölt: Mund auf! Und dann lädt er noch einmal mit einer Ladung Wodka nach bei jedem von uns. Danke, Gugi, rufe ich, denn ich habe mich mit Gugi dereinst gutgestellt. Après-Ski hat uns einander nahegebracht. Der Gugi übertreibt es aber jetzt und will seine Zunge in meinen Hals stecken, aber ich sage, ich bin mit dem Roli da. Und dann drehe ich mich um und zweimal um die eigene Achse und will schauen, wo der Roli bleibt. Hat Après-Ski uns auseinandergebracht? Der Gugi antwortet: Après-Ski hat uns hart gemacht gegen die Enttäuschungen des Herzens. Und dann spielt er nochmal atemlos. Und ich sehne mich nach Après-Ski in den Bergen, nach den schwedischen Skilehrern in der Tenne schon nachmittags und nach den britischen Gästen am Morgen danach. Denn nach dem Après-Ski ist vor dem Skikurs und vor dem neuen Arbeitstag auf 1700 Metern Seehöhe. Ich sehne mich nach Après-Ski, ich sehne mich nach dem Blausein vom Kamikaze-Shot, ich sehne mich nach dem Dunst einer Dorfdisco, ich sehne mich nach dem Bizepsmessen und Trinkspielen, ich sehne mich nach einem Zungenkuss vom Roli, aber der Roli
schlürft jetzt Tequila aus dem Bauchnabel der Monika und der Cookie dreht noch einmal richtig laut auf, weil er will als Barkeeper jetzt auch den Drehregler vom CD-Player übernommen und er will das jetzt auch zeigen, dass er das kann und er spielt jetzt schief vorn und alle singen mit. Da schaltet der Cookie plötzlich auf stumm und singt dazwischen. Einer geht noch leicht und dann reicht er uns die volle Wodkaflasche über den Tresen und jeder darf jetzt daraus trinken, so viel er will. Der Sohn vom Hotelbesitzer wirft mit großen Scheinen um sich. Er will der Monika einen eingerollten Schein in den Busenschlitz stecken, aber die Monika dreht sich weg und sagt, fahr ab damit zu deinem Buben im Nachbarort. Some girls are ladies, läuft dann im CD-Player und der Sohn will dazu mit mir eng tanzen, aber ich will ihn jetzt auch nicht mehr. Und so setzt er sich in Jetski-Hose und Skischuhen auf den nassen Boden der Kellerdisco und heult Rotz und Wasser, was aber keiner sehen kann, weil es unten so dunkel ist und oben die Diskokugel einen Stroboskopeffekt an die Decke zaubert, wie er es nur im Après-Ski macht. Und der Sternenhimmel in den Alpen, der ist genauso wie diese Stroboskopkugel, wenn die Luft glasklar ist und eiskalt. Nachdem alle gegangen sind, wird der Sohn noch verdroschen und später wird keiner wissen, wer es gewesen ist. Der Rolle ist auf der Monika eingeschlafen zwischen den Zapfhähnen und den ungewaschenen Gläsern und der Cookie ist schon zur Talstation von der Panoramabahn von der Oberhinterleitenalm gefahren, wo seine Schicht als Pistenraupenfahrer und Liftwart gleich beginnt. Nur der Plastikigel im Trachtenjanker prostet in mechanischer Dauerschleife nochmal allen zu. Jemand hat ihn mit ein paar Münzen gefüttert. Ich sehe, wie die Sonne aufgeht und sage, ich sehne mich nach Après-Ski. So klar wie heute war mir das nie. Vielen Dank. Danke. Geworden, was ich nicht nur im letzten Winter versäumt habe, sondern in allen Wintern davor auch, aber kann es ja nur nachholen vielleicht. Danke für die Lesung. Wir bauen jetzt ein bisschen um, es dauert ein paar Minuten und dann sehen wir uns zum Gespräch mit der Magdalena Stieb wieder. Danke. Danke. We'll be right back.
Ja, dann darf ich unsere Zuschauer da draußen, Zuschauerinnen und Zuschauer da draußen im Internet, in den Untiefen und Weiten des Internets ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir hier gemeinsam sitzen, liebe Theresa Preauer, leibhaftig auf zwei echten Sesseln uns gegenüber. Ich freue mich auch sehr, dass wir über dein neues Buch hier jetzt noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Die Lesung war ja jetzt super, rasant, Après-Ski. Ja, Sehnsüchte kommen auf, aber es war auch ein bisschen, auch für mich vielleicht etwas, was ich nicht nur vermissen würde ich sagen, nachdem ich seit 20 Jahren, glaube ich, nicht mehr Ski fahre. Anderes Thema, vielleicht kommen wir darauf noch zu sprechen. Ich würde auch gerne einige Fragen des Publikums gleich dann mitnehmen. Und eine zu deinem Buch, Das Glück ist eine Bohne und andere Geschichten, das im Wallstein Verlag erschienen ist. Vielleicht schaffen wir es nachher auch nochmal, dass wir uns das Cover ein bisschen anschauen, auch mit der Kamera. Es ist eine Frage gekommen, die mich auch beschäftigt und die mir vor allem mir ganz große Freude bereitet hat beim Lesen deines neuen Buches. Die Magdalena, glaube ich, auf YouTube hat gefragt, also die andere Magdalena, wie denn diese Geschichten, beziehungsweise Katja war es, wie denn diese Geschichten zusammenhängen. Dein Buch, Das Glück ist eine Bohne, ist eine Ansammlung von vielen Texten. Es waren, glaube ich, jetzt eher längere tatsächlich. Der erste war einer der längsten oder überhaupt der längste. Und sie treffen aufeinander, diese Texte. Und das war für mich das große Vergnügen, zu merken und das Ganze durchs Buch zu verfolgen und aus einer Geschichte in die nächste zu fallen. Das ist ein bisschen so, als würde man ein Zuckerl nach dem nächsten auspacken und dann kommt da schon die nächste Süßigkeit oder was auch immer. Was würdest du denn sagen? Wie würdest du diese Frage beantworten? Mhm. Wie gehören diese Geschichten zusammen? Das ist wirklich eine gute Frage, weil das war so die monatelange Arbeit, nachdem die Texte fertig waren, die ich über Jahre gesammelt habe, immer im Hinblick auf diese Buchpublikation, die zu ordnen und da keine zufällige Ordnung entstehen zu lassen. Es ist wirklich so, ich wünsche mir, dass man das Buch liest, wirklich so, wie man auch die Romane liest, von Seite 3 bis Seite in dem Fall 320 ungefähr, 320 Seiten hat es inklusive Register. Mhm. Es ist wirklich so, dass die Geschichten aufeinander folgen und motivisch verlinkt sind, manchmal auch stilistisch, manchmal auch thematisch. Es gibt da ganz viele Kindheitsgeschichten, also einerseits Betrachtung von Kindheit jetzt als Erwachsene, aber auch Rückblick und quasi Kinderprotagonisten und dann auch Kinder in Fernsehserien, und das ist auch ein ganz großer Teil des Buches. Ich bin selber jemand, ich beschäftige mich ganz viel mit der bildenden Kunst, mit Literatur und so weiter, aber ich streame auch viel im Internet, und das zu beschreiben mit einer literarischen Sprache, die trotzdem mit diesen Popcodes umgeht und trotzdem auch begeistert ist und gleichzeitiger Distanz immer einnimmt, aber keine einfache, nur ironische, zynische Distanz, sondern es ist auch manchmal Einfühlung ausschlaggebend. Das sind eben Texte, die auch Beschreibungen von Filmen sind, von Videos, von Internetphänomenen, also ich sagte Kindheit, Videos, Filme, ganz viel geht es auch um Mode, es geht um Liebe, es geht um Glück unter Anführungszeichen, es geht um das Glück, sich Kunst anzusehen. Diese Motive spielen sich durch und halten auch das ganze Buch zusammen. Aber ich würde wirklich sagen, ein Text gibt dem anderen so die Hand, in dem es so Überschneidungen gibt. Und vielleicht manchmal dann eine theoretische Betrachtung, also die erste Geschichte, kommen auch die T-Shirts vor, und danach gibt es einen Text, der eher theoretisch über T-Shirt-Aufschriften spricht. Und so hängen die zusammen. Ja. Was du jetzt noch nicht erwähnt hast, bei deiner Auflistung von Themen, die da angesprochen werden, oder bei der Art und Weise oder bei den Dingen, womit sich diese Texte beschäftigen, sind deine früheren Bücher. Mhm. Das ist mir auch aufgefallen, dass du
immer wieder auf diese, deine Romane für den Herrscher aus Übersee, Johnny und Jean und Oshimi, immer wieder auch quasi daran anschließt oder man das Gefühl bekommt, ich kann es nur sehr empfehlen, bitte lesen Sie alle Bücher von Theresa Preauer. Es ist jedes wieder ein Erlebnis, das, wenn ich das so ein bisschen überschriftenartig sagen darf, klingt ein bisschen blöd, aber wie auch immer, das fand ich so interessant, dass man, wenn man deine Romane kennt, so ein bisschen eine Draufsicht nochmal bekommt zum Teil, durch deine kleinen, kurzen Texte. Ist das so? Ja, würde ich so sagen. Ja. Also es ist, ich habe so etwas wie ein Gesamtövre im Blick. Ja. Und es gibt Themen, die beschäftigen mich schon seit, ja, ich muss sagen, eigentlich fast seit zwei Dekaden. Seit 2009 veröffentliche ich Bücher. Und auch wenn ich mir davor ansehe, was hat mich im Lesen interessiert oder als Studentin damals noch, es gibt Themen, die ich immer wieder aufgreife. Das ist einerseits dieses Tierwerden-Thema, aus dem dann dieser Großessay Tierwerden entstanden ist, der fast wie so ein Begleitbuch ist zum Oshimi. Mhm. Und der Sache wirklich versucht, literarisch-theoretisch auf den Grund zu gehen. Und es sind immer wieder auch Texte, die wirklich bewusst die Genregrenzen missachten und sprengen oder ganz bewusst stilistisch einhalten. Ich glaube ja, dass mir wenig Zufälligkeiten nachgewiesen werden können. Wenn ich Kritiken lese, wundere ich mich, worüber ich da aufgeklärt werden sollte. Bei mir ist jedes Wort gesetzt. Also es ist einerseits eine Literatur und eine Sprache, die Wort für Wort arbeitet, aber es auch, wie soll man sagen, inhaltlich und spaßeshalber laufen lässt, wie so einen Kamikaze-Shot aus dem Glas eines Barkeepers oder einer Flasche eines Barkeepers. Das hat ganz viel auch mit dieser Spannung zu tun, einerseits immer gelesen zu haben, immer gezeichnet zu haben und dann auf dem Lande aufgewachsen zu sein. Also es war ja doch eine Marktgemeinde, St. Johann in Pongau, es ist jetzt auch kein kleines Bergdorf, aber es ist doch eine Wintersportgemeinde und da entstehen viele Spannungen, aus denen schöpfe ich jetzt noch unglaublich. Du hast jetzt kurz angedeutet, es wurde zu Beginn schon gesagt, du bist ja, wenn man dich kennenlernen möchte, dann lernt man eigentlich zwei Theresas kennen, oder eigentlich ist es ja eine, nämlich die Zeichnerin und die Schriftstellerin. Vielleicht können wir, kann das Publikum auch das Buch ein bisschen genauer sehen, das Cover, da ist Theresa Preauer nämlich auch selbst drauf, in einer Installation, heißt es, glaube ich, im Buch drinnen. Daran anschließend eine Frage, die ich dir eigentlich eh sowieso schon lange mal stellen wollte. Wie schafft man das als Künstlerin, die diese zwei Dinge macht? Wie geht das zusammen? Geht das überhaupt nicht zusammen? Mhm. Muss man sich das irgendwie sehr schizophren vorstellen im Prozess oder so? Und das wäre die eine Frage. Und die andere, vielleicht können wir dann kurz über das Cover auch sprechen, aber genau. Vielleicht fange ich sogar mit dem Cover an. Mhm. Das Cover ist ja eine künstlerische Arbeit, eine Installation, die ich gebaut habe in meinem realen alten Atelier und alles ist aus Papier gebaut, sogar der Laptop, an dem ich da sitze und meine Kleidung und der Sessel, auf dem ich sitze und die riesengroßen Bleistifte, die darunter liegen. Und diese Kleidung ist auch einerseits, spielt es so ein bisschen an, es gibt auch im Internet, findet man das, oder auf Fotos, es gibt so Faschingsverkleidungen, da verkleiden sich Kinder als Bleistifte und Buntstifte. Ich finde das eine wunderschöne Verkleidung. Es ist so der menschgewordene Stift und das hat, glaube ich, viel mit meiner Existenz zu tun. Es sind auch dann drinnen, wenn man sich das Vorsatzpapier anschaut, das ist alles ein Vierfarbdruck. Das sind so diese verkleideten Faschingskinder als Bleistifte verkleidet. Und ich vorn habe eben auch so einen Spitzhut, der schaut zwar auch ein bisschen so Dada-mäßig aus, wie bei Hugo Ball. Es war einmal ein Zufall in der Entstehung, aber diese Bildsprache, das ist, glaube ich, kein Zufall. Mich interessieren schon die Dada-Künstler der 20er Jahre sehr. Überhaupt die Dinge auseinanderschneiden und neu zusammenzusetzen, also diese subversive Wirkmacht des Bastelns, die spielt auch in den Texten immer wieder eine Rolle. Ja. Und ich...
irgendwie heißt dieses Bild, es hat zwar keinen Titel vorne am Cover, es heißt so ein wenig für mich in Klammern gesetzt, ich habe mir ein Leben aus Papier gebaut. Und das kann auch heißen, dass man meine Texte auf Tablets liest. Das macht in dem Fall, das Medium macht da keinen Unterschied. Aber es geht schon für mich ganz stark darum, bin ja 79 geboren, also noch nicht mit dem Handy und dem Internet aufgewachsen, obwohl mich das alles wahnsinnig begleitet und beschäftigt und interessiert, die Texte auch davon handeln. Trotzdem ist das Papier so mein erstes Medium und meine erste Liebe. Und das Zeichnen findet am Papier statt, das Lesen, das Schreiben für mich. Und auch das dreidimensionale Bauen aus Papier, man kann ja komischerweise, das war mal so eine Aufgabe, ich habe auch ein Semester oder ein Jahr Werkerziehung studiert, bevor ich in die Malereiklasse kam am Mozarteum. Das hat mich so fasziniert, dass man eigentlich Papier, indem man es umknickt, unglaublich viel verstärken kann. Nicht verdoppelt, sondern der Knick ist unglaublich stabil. Und wir haben einen Hocker gebaut, eigentlich nur aus Papier, und der hat schon alles gehalten. Also so etwas zu wissen über Materialität, das hat viel, das speist meine Texte auch ganz stark. Es gibt so andererseits den Spruch, den ich auch sehr liebe, man muss nicht in der Pfanne gelegen haben, um über Schnitzel zu schreiben. Aber gerade die bildende Kunst lädt ein zu so viel Mystifizierung, ja, dass es dann mit dem ganz, doch ganz gut ist, wenn man weiß, wie ein Schnitzel gebacken wird. Und das nehme ich für mich in Anspruch. Nicht das Schnitzel betreffend, aber ganz viel, was mit Typografie zu tun hat, mit Buchgestaltung, mit den Layout-Programmen. All die Dinge inspirieren mich, um dann aber Texte darüber zu schreiben, die nicht bloße Fachtexte sind, nicht kunsthistorische Texte, sondern literarische Texte und was Eigenes daraus machen. Das ist ja bei dir, muss man sagen, wirklich sehr speziell. Deine Bücher sind wirklich alle sehr, sehr schön. Die Cover sind alle von dir gestaltet. Mit dem Wolfgang Gosch gemeinsam, genau, von der Edition. Genau. Und das finde ich, also das ist ja auch eher ungewöhnlich in Tagen wie diesen am Buchmarkt sozusagen, im Verlagswesen, dass du da wirklich auch das totale Händchen hast und der Verlag dir mit dir das auch macht. Das ist wirklich toll. Zum Thema Papier, das finde ich sehr spannend, was du erzählst. Da gibt es auch so einen wunderbaren Satz in einem Text, der zwei Texte, glaube ich, sind unveröffentlicht. Ich glaube, es sind zwei, stimmt das, wenn ich mich nicht erzählt habe? Ja, manche sind nur als Radiotexte. Genau. Also Schwarz auf Weiß ist vielleicht die Hälfte in diversen Medien erschienen. Und in dem Text Ein Gesicht ist eine Landschaft, eine Wange ist ein Feld, zum Thema Papier noch einmal und zu dem, wie Schreiben und Materialität zusammengehören. Das möchte ich Ihnen gern vorlesen, weil mir das wahnsinnig gut gefallen hat. In fremden Städten finde ich mich rasch zurecht, aber der Raum, er interessiert mich bloß als Gerüst, das den Stoff trägt, aus dem die Geschichten gemacht sind. Es sind Geschichten von einer Zweidimensionalität, die sich auf Papier übertragen und wiedergeben lässt. Literarischen Figuren will ich weniger gern ins erdichtete Fleisch greifen, als viel lieber ihre papierene Silhouette mit meinem Finger nachzeichnen. Das finde ich irgendwie, was deine Poetologie angeht, irgendwie sehr treffend. Thema Dada greife ich gern nochmal auf. Der Dadaismus, Hugo Ball, hat mich auch ein bisschen an den König Ubu erinnert, diesen Vorläufer. Aber sei dahingestellt, weil die Magdalena jetzt wirklich die Frage gestellt hat, und das hat damit, glaube ich, auch zu tun, welche Rolle Rhythmus in deinen Texten spielt. Nach der Lesung kann man sich das fragen. Ja, spielt eine starke Rolle. Danke für die Frage. Wie soll ich sagen, also eben die, wie ich vorher schon gesagt habe, die Geformtheit von Texten, ohne dass sich das, also meine Lesung ist eine Interpretation. Wie das jeder für sich daheim liest, das kann nochmal anders sein. Klar überlagert jetzt meine Stimme, wenn man die Lesung gehört hat, das eigene Rhythmusgefühl dann beim Lesen. Aber es braucht mich nicht. Ich finde ja das Schöne an diesem Schreibprozess, dass man die Dinge aus der Hand geben kann und muss und dass das Buch jeweils auf einen Leser, eine Leserin trifft, die etwas Eigenes damit macht und auch ein Quäntchen Vorstellungskraft mit einbringen muss, um die Texte lebendig werden zu lassen. Also ich mache mein Bestes, aber für mich bedeutet Lebendigkeit eben auch Rhythmus und Stilmittel. Ich liebe Stilmittel in literarischen Texten, ich liebe Anspielungen. Ich bin insofern
einerseits eine experimentelle Literatin und andererseits auch eine ganz traditionelle. Mich interessiert auch der Hexameter in den lateinischen Texten. Und das zu verwenden und zu missbrauchen, heißt doch nur, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass es noch Kommentare gibt zum Cover Zauberlehrling als Assoziation und Terry Pratchett, auch interessant. Terry Pratchett, ja, kenne ich leider. Also ich habe nie was von Terry Pratchett gelesen, aber der Zauberlehrling als einer, der den Besen sich holt und der ihn dann nicht mehr stoppen kann, damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Ja. Der ihn so oft zerhackt und es hilft doch nichts. Es hilft doch nichts, ja. Wobei ich keine so gute, ich putze nicht besonders gut, aber ich schreibe ganz gut. Allerdings, Lust auf mehr, das schreiben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon. Ich kann Ihnen nur sagen, lesen Sie dringend hinein. Man fällt wirklich von einem Text in den nächsten. Ich möchte noch eine Frage von der Magdalena da draußen, der Namenskollegin, aufgreifen zu deinem ersten Text. Das finde ich auch spannend, weil das Thema der Inspiration und das Thema der Kollaboration, der Zusammenarbeit mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, ja bei dir auch eine große Rolle spielt. Line Hofen kommt ja zum Beispiel vor in dem Text, die Grafikerin, Illustratorin, neben vielen anderen. Da war die Frage, ob der erste Text zu einem Theaterstück vielleicht auch gedacht ist. Kannst du darauf eine Antwort geben? Also das finde ich eine gute Idee. Ich glaube, ich denke die Texte auch so bühnenhaft, aber eben auch mit Kulissen, die man verschiebt. Ich denke die vielleicht auch, wenn ich die schreibe, nicht immer so eben so ganz fleischlich und physisch im Raum, sondern ich nehme die Kunstartigkeit oder das Künstlerische und Künstliche an der Kunst wörtlich und stelle mir das oft vor wie Kulissen, die man verschiebt und wie, es sind ja auch pointierte Dialoge und gerade in dem Buch geht es, glaube ich, ganz oft um Pointiertheit, um Schlusspointen, um aphoristisches Schreiben. Es gibt einen ganz großen Namen, den ich persönlich sehr liebe, Walter Benjamin zum Beispiel mit seiner Kindheit um 1900. Das sind so ganz knappe, dichte Geschichten von einer Größe, die Formate sprengt und im Knappen groß zu sein im Schreiben, das ist das, was mein Anspruch wäre, auch in diesen kurzen Texten. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass solche Texte einerseits auf die Bühne gestellt werden als Dialoge. Es gibt von mir auch ein Monodrama, das wurde geschrieben fürs Schauspiel Frankfurt, das heißt Ein Hund namens Dollar. Wurde vom Felix Rech gespielt, der jetzt am Burgtheater ist. Und es gibt O Shimmy auch als Theaterperformance vom Burger, heißt er im Nachnamen, ein junger Schauspieler, das war im Schauspielhaus Wien. Und ich kann mir das für viele Texte vorstellen und bin auch jetzt eingeladen, für ein Theater etwas zu schreiben und auch im Hörspiel zu arbeiten. Das ist auf jeden Fall was mich sehr interessiert. Und wenn die Texte, ich meine, ich arbeite und arbeite, wenn etwas aufgegriffen und verwendet wird, ist es zu meinem Glücke, weil es eine andere Form annimmt dadurch. Eine weitere Frage, wann hast du mit dem Schreiben begonnen? Also ich habe ja eigentlich nicht gedacht, dass ich Schriftstellerin werde. Ich habe Malerei studiert und habe gewusst, ich will bildende Künstlerin werden oder Künstlerin oder irgendwas Spezielles, Besonderes, wo man nicht ins Büro muss. Egal was. Und ich habe wirklich sehr vieles versucht und sehr viel eingereicht. Und eigentlich im Nachhinein waren manche Jahre schon hart. Es gibt mehrere Wege zum Schreiben. Das eine ist, ich habe auch Germanistik studiert. Da finde ich, hat aber das persönliche Lesen und das theoretische Sprechen übers Lesen und über diese Texte eine Rolle gespielt. Ich habe sogar noch versucht, eine Arbeit einzureichen nach meiner Magisterarbeit. Die war schon irgendwie genreüberschreitend und hat jetzt nicht zu einem Ziel geführt. Ich habe es auch nicht weiterverfolgt. Und so ging es mir dann öfter, dass ich eigentlich nicht hineingepasst habe mit dem, was ich wollte und mir meinen eigenen Weg suchen musste. So schmerzhaft, aber schön, das immer wieder auch war. Und
einer dieser Wege lautete auch, zu den Bildern Worte zu finden und sich seine Vernissage ab einem gewissen Punkt selber zu eröffnen. Und dann haben sich die Texte selbstständig gemacht und haben eigentlich das Zeichnen auch überlagert, obwohl das immer wieder, und jetzt gerade in Corona-Zeiten zeichne ich wieder mehr, aber das Schreiben ist mein Beruf. Sehr spannend. Ich darf das Publikum gerne noch um Fragen bitten, wenn es noch welche gibt. Ich hätte noch zahlreiche. Ich möchte ja, und ein Thema möchte ich aber schon noch rausgreifen, weil ich das so unterhaltsam ist ein bisschen kurz gegriffen, sondern irgendwie wirklich auch vergnüglich im besten Sinne finde, mit dir durchs Internet mich zu bewegen. Deine Überlegungen zu diesen Kim Kardashian-Fotos und zu Nicki Minaj und zu, weiß nicht was, das fällt mir jetzt als erstes ein, YouTube, dieses Feld, auf dem wir jetzt gerade auch zu sehen sind. Du sagst, es sind so ein bisschen deine Guilty Pleasures zu später Stunde. Das sind so popkulturelle Phänomene. Das ist wahrscheinlich die erste kulturwissenschaftliche Überlegung zum Thema Glitzer, die ich gelesen habe. Das finde ich toll, Glitzer im Theater. So könnte man das vielleicht irgendwie theoretisch angehen, das Ganze. Das will ich aber gar nicht. Was fasziniert dich so an diesen vielen, vielen Themen? MIA ist auch, das ist ein total toller, spannender Text über dieses Video zu Bad Girls. Genau. Was fasziniert dich so daran? Ich glaube, es gibt mehrere Punkte. Mich fasziniert ganz oft, auch mich interessiert das, was mich auch abstößt oder was ich grauslich finde oder kitschig oder zuckrig oder überdreht. Ich möchte es mir nicht so leicht machen und das entweder quasi mit einer popkulturellen Geste oder poptheoretischen Geste dann in die Höhe jubeln und sagen, Kim Kardashian ist unsere neue Göttin oder ist unsere neue Mona Lisa. Und ich möchte es mir auch nicht so leicht machen, zu sagen, das ist ja alles totaler Schaß. Irgendwas dran ist so spannungsreich und widersprüchlich und gebiert auch immer wieder Neues und Spannendes, dass ich es einfach verstehen möchte und es interessiert mich. Und das Texteschreiben sind oft auch, man begleitet mich ja mit, also man vollzieht mein Denken mit. Es ist ein Begleiten meines Denkens und ich lege meine Quellen immer offen. Das ist eben auch das Demokratische, finde ich, am Schreiben, wenn man es im Auge behält. Ich mache mir auch die Mühe, etwas Englisches zu übersetzen. Einerseits, weil für mich Wiederholung ein literarisches Stilmittel ist. Andererseits, weil ich der Meinung bin, dass Übersetzung immer auch Interpretation ist. Drittens, weil mein Lektor in der DDR sozialisiert ist und eher Russisch spricht als Englisch, aber er versteht es natürlich. Und ich habe es nicht für meinen Lektor gemacht, aber ich denke natürlich an die Leute und selbst an mich. Mir ist nicht immer alles so klar wie was, wenn ich es das erste Mal auf Englisch höre. Also es ist ein Verstehen wollen und eine Suchbewegung und eine Lust am Denken und die ist oft getriggert auch durch so Dinge, die ich im Internet finde, die auch irgendwie ja täglich auf uns so einploppen oder aufploppen. Und ich glaube, dass es dafür noch wenig literarische Sprache gibt, eben die sich da nicht entscheidet und nicht wertet, nicht weil sie feig ist und sich dem Werturteil entzieht, sondern weil ich glaube, dass Verstehen nur durch Beschreiben kommt und nicht durch Werten. Also man hat ja in der Schule in den letzten Jahrzehnten, ich meine auch Gott sei Dank, immer gesagt bekommen, du musst deine Meinung sagen lernen, aber dass man vor der Meinung auch irgendwie vielleicht sich auf die Suche machen muss, etwas zu verstehen und zu begreifen und zu erforschen, ist halt das, was dem vorausgeht. Und ich möchte in diesem Prozess verharren, und mich nicht zu dieser Meinung, die ich im Privaten jederzeit gern äußere bei einem Glas Wein, aber das ist nicht das, was mich an literarischen Texten interessiert. Also es ist wirklich die Lust am Denken zu teilen. Die Beweglichkeit im Denken, die Beweglichkeit in der Sprache und auch das Tempo irgendwie immer wieder. Ja. Sehr spannend. Es gibt noch eine Frage aus dem Publikum. Wie ist denn das jetzt genau mit dem Zeichnen und dem Schreiben?
tritt das auch in Konkurrenz? Weil ich das vorher ja, das habe ich dann jetzt nicht so richtig beantwortet, gell, ob da zwei die Schizophrenie fehlen, ja. Und Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also wenn ich sage, es ist für mich etwas, was ganz verwandt ist, vor allem das Schreiben mit dem Zeichnen, weniger mit dem Malen, dann steht auf Wikipedia, sie hat zwei ganz ähnliche Denkweisen dafür entwickelt, was ich irgendwie so den absurdesten Satz auf Gottes Erdboden finde, aber man kriegt ihn nicht raus. Also ich habe sicher nicht zwei unterschiedliche, ähnliche Denkweisen entwickelt, sondern ich betreibe beides, aber ich atme und esse auch noch und mache noch mehrere Dinge, die Yoga. Sind miteinander zu vereinen, ja. Und ich glaube schon, dass mein Schreiben sehr aus dem Visuellen kommt, ja. Und es ist auch lustiger, die Texte zu lesen, wenn man sich dazu überredet, sie sich bildlich auch mit vorzustellen. Und wenn man zum Beispiel auch, es gibt da so auch die Form der Bildbeschreibung, ich beschreibe Bilder zwar so, dass man die Bilder dazu nicht braucht, weil ich denke, Bild ist Welt. Und wenn ich Bild beschreibe, beschreibe ich auch Welt. Ob sich jemand in einem Bruegel-Bild spielerisch bewegt, es gibt ja dieses Spielebild von Bruegel, das wunderbar ist, oder ob es in der Welt tut, finde ich fürs Schreiben, ich finde, das ist austauschbar. Das ist so meine These dazu. Also es gibt da mehrere Layer, die Welt sind und Bild ist auch Welt. Und das Künstliche ist das in der Literatur das Reale und Wahrhaftige und Physische und Fleischliche. ja, ich merke, ich Welterkenntnis mit ja, Theresa Preor. Ich winde mich schon wieder aus der Frage. Es ist echt schwer zu sagen. Ich glaube, dass für mich halt das Zeichnen immer der Motor fürs Schreiben ist und dass das Bilder betrachten immer die Lust auslöst, schreiben zu wollen. Und ich sehe meinen Beruf aber als Schriftstellerin. Wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ich muss mich entscheiden, dann wähle ich Schriftstellerin. Was nimmst du? Du wählst Schriftstellerin. Okay, sehr gut. Ja. Ich darf mich bedanken, Theresa. Wir sind jetzt hier. Es gibt noch viele Fragen auf meinen Zettelchen und ich kann deshalb nur allen Zuseherinnen und Zusehern empfehlen, The World According to Theresa Preor, tauchen Sie ein in dieses Buch, Das Glück ist eine Bohne, es ist im, und andere Geschichten. Es ist im Wallstein Verlag erschienen und ja, das war jetzt sehr schön, finde ich. Danke dir für das Dank. Gespräch. Vielen Dank, das war echt und herrlich und danke Lesung. An alle im UKH in Vöcklabruck. Und alle, die zu Hause sitzen. Schön war es, hier zu YouTube. Sein, in, auch in meiner Heimatstadt. War lustig. Danke. 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 Prost. Prost. Jetzt sind wir auch noch im Bild, glaube ich. Mhm. Zur Verlosung von dem Buch. Das Glück ist eine Bohne und wer jetzt der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin ist, das wird unser Zauberrat entscheiden. Alle, die im Chat irgendwie auftauchen, erscheinen auch jetzt auf diesem Rad. Ah, wow. Und das wird jetzt gleich gestartet. Schauen wir mal. Super. Das ist ja urwitzig. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden das noch signieren lassen, damit es auch wirklich was ganz Besonderes ist. Gibt es da interne Schiebung? Okay. Renate Meierhofer, das zählt jetzt. Das, ja, okay. Renate Meierhofer, vielen Dank fürs Mitmachen. Bitte die Adresse, wo wir es hinschicken dürfen, das Buch, dann per E-Mail an das OKH schicken und das, die E-Mail-Adresse steht gleich im Chat drinnen. Dann wissen wir, wo wir es hinschicken müssen. Ich bedanke mich bei der Magdalena Stieb für das Gespräch und bei der Theresa Preor für die Lesung auch. Und möchte noch gerne auf unsere nächste Veranstaltung hinweisen, die ist schon am 20. Mai, wahrscheinlich wieder als Livestream. Der Leander Fischer kommt zu uns und
kann wieder über den OKH-Kanal gesehen werden. Gutes Nachhausekommen braucht man jetzt nicht wünschen, das ist das Praktische an diesen Veranstaltungen. Aber nur einen schönen Abend. Danke. Danke.